E-Bikes sind im Trend und es ist wichtig, ihre Anforderungen kennenzulernen. Darum organisiert Energieregion Bierstadt E-Bike-Kurs für alle Interessierten und leistet damit einen Beitrag zur höheren Fahrsicherheit. Es ist mir sicher, dass man gesehen wird im Verkehr, weil man ja schneller unterwegs ist als ein normaler Velofahrer. Und dass man auch besser schaut, weil man eben auch schneller ist. Das ist mir sicher ein wichtiger Punkt, das Sehen und Gesehen werden. Dann ein weiterer Punkt ist, dass ich das Velo im Griff habe, weil ich ja eben tendenziell schneller unterwegs bin als mit einem Velo. Dass ich dann gut bremsen kann, dass ich bessere Bremsen dran habe, einen kürzeren Bremsweg, dass ich aufmerksam bin und die anderen Verkehrsteilnehmer auch beachten und entsprechend handeln kann. Sehr schnell hat man mit einem schnellen E-Bike Geschwindigkeit übertreten, zum Beispiel die 30er-Zonen. Also man fährt tendenziell immer am oberen Teil der Geschwindigkeit, dass man das nicht übertritt eigentlich, oder? Und das hat mit Respekt zu tun, wie schnell fahre ich denn jetzt in so Zonen. Und halte ich das ein, weil ich muss dann immer auf den Tacho schauen, aber das Velo gibt mir so viel Komfort, dass ich locker schneller unterwegs bin. Sicher ist es die Geschwindigkeit, weil man mit diesen Velo tendenziell schnell unterwegs ist. Die anderen Verkehrsteilnehmer schätzen einem eigentlich immer zu langsam ein, als man dann effektiv daherkommt. Darum Licht einschalten, sichtbar sein und auch sein Velo im Griff haben, dass man auch die Geschwindigkeiten sicher kann im Verkehr prestieren kann. Wir hatten jetzt gerade einen ganz tollen Kurs mit dem Herrn Liegenhelm. Er hat uns das Velo so gezeigt, was für Möglichkeiten das wir haben. Wir haben ganz verschiedene Übungen gemacht. Wir haben Slalom gefahren, wir haben kleine Kreise, grosse Kreise gefahren. Wir sind aber auch grosse Stücke gefahren. Wir sind am Berg gefahren. Wir haben am Berg gefahren. Und am Schluss haben wir alle das Gefühl gehabt, wir fühlen uns jetzt sicher auf dem Velo. Am nächsten Samstag ist es wieder soweit. Der Arlesheimer Herbstmarkt lockt mit seinen Angeboten und sorgt für Genüsse aller Art. Das kulinarische Angebot ist sehr vielseitig und vermittelt spätherbstliche Gefühle. Die Artikel auf den Ständen bieten bereits eine Vorschau auf die kommende Weihnachtszeit. Ein gemütlicher Spaziergang über den farbigen Markt lohnt sich allemal. Am Oberen Weiher in der Hermitage werden im Verlauf der nächsten zwei Monate archäologische Untersuchungen durchgeführt. Dafür ist das Wasser abgelassen worden und die Fische temporär umgesiedelt. Das ist der Auftakt zu den kommenden Arbeiten und Untersuchungen. Am Schluss wird auch der Damm lokal saniert. Die Arbeiten werden von der kantonalen Gewässerunterhaltungsequipe vom Tiefbauamt durchgeführt. Der Weiher wird dann auf natürliche Art durch den Dorfbach wieder aufgefüllt. Das Women's Master Basel hat zum 14. Mal stattgefunden. Das Weltklasse-Turnier ist in Arlesheim ausgetragen worden und hat für Spannung gesorgt. Im Finale ist sich die Mannschaft von der Schweiz und von Schweden gegenübergestanden. Das Schweizer Team Trinzoni hat gewonnen und zeigt strahlende Siegerinnen. Das Women's Master Basel ist ein Teil der World Curling Tour.